liebste Menschen, schön, dass ihr es geschafft habt. Ich glaube, wir haben mehr als die Wolken da drinnen. Mutig, mutig. So, Beat, könntest du die Türen zumachen? Hast du eine Closed-Door-Session? Das muss unter uns bleiben. Ja. Also, das Thema von der jetzigen Session, 3/4 Stunde, PKI. Die Frage ist, was erwartet uns in dieser Session? Es erwartet uns einen kompletten Aufbau von einer PKI-Umgebung, so wie man es in der Praxis machen. Und zwar mit einer Standalone Route, mit einer Subordinate Enterprise CA. Und ich zeige euch, wie man eine Enterprise CA migriert. Oder überhaupt eine CA, eine PKI migriert auf einen anderen Server. Das sind genau die zwei Sachen, da drückt meistens eine Schuhe. Man hat intern eine PKI in der heutigen Zeit, oder man braucht in der heutigen Zeit fast schon eine PKI. Aber die Frage ist immer, wie baue ich sie auf und wie migriere ich sie nachher? Und das Ganze wird aufgezeichnet, ich habe das Screen Recording aktiviert. Ihr, die in dem Raum sind, kommt natürlich die Session nachher rüber, könnt das nachvollziehen nachher, wenn ihr alles notieren und aufschreiben. Und damit ihr es ein bisschen gemütlicher könnt haben, wir werden doch schon 10:30 jetzt, habe ich da vorne ein bisschen Red Bull. Also könnt ihr euch da gerne ganz familiär wieder heim fühlen, kommen, Red Bull picken. Ich habe auch, wenn es schon 10:30 ist, ein eiskühles Heineken. Also, fühlt euch frei, kommt da vorne, holt euch ein Bierli oder was auch immer. Lernt euch zurück und macht es gemütlich. Wir nehmen mal eine Getränkegutsche geben für das. He? Aber nicht nach der Session kurz eindecken, jetzt. He? Gut. Das ist mein Demo-Environment. Das ist Route-CA, ganz auf der linken Seite. Die Route-CA die ist Standalone in einer Workgroup. Also kein Domain-Member. Yeah! Wir haben hier den DC01, das ist die Domänenkontrolle von einer Domäne, die ich erstellt habe, die ist sonst relativ plump. Und ich habe zwei Server, der SRV01 und 02, wo wir entsprechend unsere PKI darauf installieren können. So, ich vermute, die sind schon bei mir unterwegs. Ja. Das ist gut. Tja, das heisst, das Ziel ist von uns, dass wir die Route-CA installieren, auf dem Server, der auch Route-CA heisst. Und dass wir im Anschluss Subordinate-CA machen auf dem SRV01. Und die würden migrieren, zügeln auf eine neue Hardware zum Beispiel, auf ein neues Server, auf ein neues Betriebssystem, auf der SRV02 am Schluss. So, somit, wenn ihr euch bedient habt, lernt euch zurück. Geniesst das Feuerli. Ich bin der, der muss arbeiten. Ich bin leider kein Schischer heute. Tschüssi. Das ist unsere virtuelle Umgebung. Ich hoffe, ihr seht es in der hintersten Reihe. Es ist einfach zwei, drei mehr Schlücke Bier. Nein, dann sieht man es vielleicht besser. Und vorne hat es auch noch Platz frei. So, wenn es anfängt verschwommen zu werden, liegt es nicht am Beamer. Gut. Wir haben hier unseren DC01, auf dem wir nicht sehr viel machen. Wir fangen an auf der Route-CA. Wahrscheinlich, was Route-CA heisst. Die ist wirklich frisch und fröhlich, frisch installiert. Ich habe lediglich eine fixe IP zugewiesen und einigermaßen sinnvollen Computernamen gegeben. Das war es, mit der gelaufen ist bis jetzt. Also ohne Netz und doppelten Boden. Die Frage ist ja immer, was für eine Infrastruktur sollte ich bauen? Ich meine, für das KMU-Land Schweiz würde ja eigentlich genügen, einfach ein Enterprise Route CA einmal installieren, standardmäßig weiter, finish und man ist glücklich. Es läuft, ja, es funktioniert. Aber es ist halt nicht customized. Und man hat nicht die Möglichkeit, einfach schnell weitere PKIs in Betrieb zu nehmen, in der gleichen Hierarchie. Das heisst, von der gleichen Route-CA her weitere Ablecker zu haben, die Zertifikate verteilen, mit einem gewissen Maß an Sicherheit. Ein gewisses Maß an Sicherheit erreiche ich lediglich, wenn ich die Route-CA offline kann nehmen kann. Und ein Enterprise CA, der immer auf einem Domain-Member installiert ist, nimmt man sehr ungern offline. Zumindest nicht länger als 30 Tage. Weil man hat den Computer kommt das Gefühl, das ist nicht mehr in Sync. Das kommt nicht gut. Also, dementsprechend sollte es eine Standalone-Maschine sein für eine Route-CA. Und wir machen eine Standalone-Route-CA, damit wir darunter dann verschiedenste Enterprise CAs bauen können. Geografisch verteilt, nach Aufgabe verteilt, was auch immer, organisatorisch. Und all die im Namen von dieser Route-CA, von dieser ganzen Hierarchie, können Zertifikate rausgeben. Darum eigentlich sollte man von Anfang an auf diesen Weg aufspringen und nicht grossartig einfach nur eine Enterprise CA installieren. Wenn es auch mühsamer ist. So,
Wir tun also da mal, wir müssen ein bisschen Fürsche machen, haben wir noch 3/4 Stunde. Weitere Rollen hinzufügen. Gut, nachher ist schon der Theater, da können wir schon überzeugen. Next. Rollenbasierte Installation. Auf dem sagen wir mit dem Namen. Und zwar wollen wir installieren Active Directory Certificate Services. Was ein Certificate Service auch immer mit Active Directory zu tun hat. Das ist Marketing. So, next. Wir wollen keine neuen Features installieren. CS-Rollen ist gut. Next, next, install. Also ziemlich straightforward durch. Die ganze Konfiguration ist schon bei 2012 wieder nachher ausgelagert worden, der Konfigurationsassistent. Das mache ich nicht mehr im Server Manager selber. Das kommt erst im nächsten Schritt. Ich mache das Ganze jetzt auf meinem 2016er, nicht weil es besser ist, es ist einfach geekier. Also, es sieht genau gleich aus wie 2012, bei 2008, 2008.2, spielt keine Rolle. Es war mir einfach ein bisschen mehr Nervenkitzel, weil es ist eine Beta-Version und ich kann abkacken. Dann nehme ich ein S-Bier. So, ja, die Scrollbalken oder die Progressbars sind halt wie sie sind. Da sieht man, es ist ohne Netz verdoppelt worden. Ja, was kann man noch sagen? Standalone Routes hat ein Problem, dass sie ja keinen Fuß in der Domäne hat. Also wir sind nicht Domain-Member, es ist ja ein Workgroup-Member. Somit wollt ihr natürlich gewisse Sachen veröffentlichen, wie zum Beispiel das, was eigentlich die meiste, grösste Pein ist bei einer PK-Installation. Das ist die sogenannte CRL, die Certificate Revocation List, die Zertifikatsperrliste. Keine ansonsten ist das Zertifikatshandling eigentlich relativ easy. Aber die Sperrliste, die macht das Leben relativ schwer. Weil die müssen, oder die können, ins Active Directory veröffentlicht werden. Da haben wir schon mal ein Problem mit einem Standalone Root. Kein Standalone Root kennt das Active Directory nicht, weil er ist in einer Workgroup. Oder wir können es auf einem Webserver veröffentlichen. Was natürlich eine manuelle Aufgabe ist, von uns dann nachher. Also dort ist die grosse Krux begraben und das werden wir nachher auch noch sehen. Aber jetzt ist das Ding erst einmal installiert. Und man könnte halt am Anschluss den Konfigurationsassistent starten. Ja, ich würde das gerne halt als den User machen, wo ich angemeldet bin, als Administrator. Ich würde lediglich das einzige Konfigurieren, das ich drauf tun habe, nämlich die Certification Authority. Enterprise CX, sehen wir, es ist ausgeraut, man könnte es gar nicht machen. Da gibt es zwei Gründe, wenn es ausgeraut ist. Entweder bin ich als Enterprise Admin angemeldet oder ich bin nicht Member von einer Domain. Ich bin weder noch. Also somit einfach bestätigen. Ich würde gerne ein Standalone CA machen. Würde ihr Root oder Subordinate machen? Ich meine, Subordinate kannst du eigentlich erst machen, wenn du etwas übergeordnetes hast. Darum schlechte Idee. Wir machen eben erst mal eine Root. So, würdest du einen neuen Schlüssel generieren oder würdest du bestehenden importieren? Die Unteroption würde ich genau dann wählen, wenn ich eine Migration machen würde. Dann würde ich das Zertifikat von der jetzigen PKI sichern mit der Datenbank. Und würde dann sagen, ich würde den bestehenden Schlüssel importieren von dem Backup, den ich vorher gemacht habe. Das werden wir nachher mit der Migration sehen. Wir sagen mal einen neuen Schlüssel bauen. Wir können den Algorithmus auswählen, die Schlüssellänge etc. Können wir so akzeptieren, ist eigentlich sehr gut. Könnt dem Ding dann einen Namen geben. Ich sage dir mal GM-Root-CA. Ich sage extra noch GM am Anfang. Sehen wir nachher mal was der Grund dafür ist. Ja, dann sage ich, wie lange soll das Ding gültig sein. Der Standardvorschlag von der Microsoft mit 5 Jahren ist vielleicht von Security-Sicht her extrem gut. Aber es macht uns nicht glücklich. In der Regel hat ein Root-CA eine Gültigkeitsdauer von zwischen 20 und 50 Jahren. Das ist so das, was man etwa so best-practice-mässig kann sagen. Ich mache es relativ einfach. Ich rechne immer, wie viele Jahre brauche ich noch bis zur Pension und haue dann noch ein Jahr obendrauf. Also das gefühlte Alter, wer ist pensioniert? Nehmen wir einfach mal 50, dann sind wir sicher auf der sicheren Seite. Ja, ich meine, kannst auch Tag sagen, oder? Gut. Zertifikatsdatenbank sowie auch die Log- und Protokolldateien werden den Pfad abgeleitet, die hier dargestellt sind. Laufwerk C. Man sagt immer so, Protokoll- und Datenbankdateien auf dem Laufwerk C, nicht so eine super Idee. Das Coole ist, auf dieser Datenbank läuft fast nichts. Da ist so wenig drauf am Laufen, also darum könnt ihr es leger auf dem Laufwerk C lassen. Also nicht da noch schnelle SSD reinschieben extra für die Datenbank, nicht notwendig. Eine grössere Umgebung, kein Problem.
Gut, Zusammenfassung, Configure. Lassen wir den mal arbeiten, er ist schon fertig. Und ja, hat jetzt all die Parameter so gesetzt, wie ich es gesagt habe. Einige Parameter habe ich jetzt gar nicht im Assistenten definieren. Das heisst, die PKI ist jetzt einfach mal grundlegend konfiguriert. Und wenn ich da mal die Zertifizierungsstelle aufmache, unter Tools, Certification Authority, dann ist die gestartet und waltet schon ihres Amtes. Und das ist nicht mehr eine gute Idee. Vor allem, wenn es ein Enterprise ist, weil wir ein fleissig Zertifikat rausgeben, zumindest unseren Domänencontroller. Domänencontroller können wir, sobald ein Enterprise ist, installiert worden ist, automatisch nach dem nächsten GP-Update ein Zertifikat über. Obwohl es vielleicht noch nicht komplett richtig konfiguriert ist. Also eigentlich eine schlechte Idee. Das heisst, entweder gehe ich jetzt schnellstmöglich an und sage, ich sage immer, wer einen CD-Player bedienen kann, kann auch einen PK bedienen. Stopp. Und gehe dann da auf Properties und will Properties bearbeiten, dann sagt er aber, ich kann das nicht, weil die PK ist gestoppt. Ja, Schuhe oder Reihe. somit, wenn ich wirklich von Anfang an sicher sein, dass alle Parameter stimmen, könnte ich eine sogenannte CA-Policy-Inf-Datei ablegen im C-Windows System 32, bevor ich die Komponenten installiere. Das ist eine Antwortdatei für eine PKI. Finde ich im Internet entsprechend ein Beispiel dafür. Ich kann dort alle Konfigurationseinstellungen schon mal vordefinieren und tue dann einfach Komponenten im Nachhinein drauf. Kann man machen. Ja, wir machen es halt im Nachhinein. Wenn wir jetzt einfach mit dieser Standardkonfiguration in die Führung gehen, werden wir nachher etwa auf 3 Mauern treffen. Auf 3 unüberwindbare Mauern, wenn man die nicht von Anfang an richtig einstellt. Und zwar, Fakt Nummer 1. Wenn ich jetzt ein Zertifikat ausstellen gehe, ich meine, erstmal vielleicht Grundregeln. PK ist wirklich einfach. Wir haben darunter Pending Requests. Das heisst, wenn jemand das Zertifikat anfordert, kommt das da unter Pending Requests. Weil defaultmäßig ist ein PKI so eingestellt, dass es manuelle Approval muss geben. Vor allem bei einer Standard-UNCO. Das kann man in den Eigenschaften anpassen, dass es automatisch approved werden soll, was man aber in der Praxis nicht wirklich will. So, also, Requests kommen da rein. Wenn ich es approve, kommen es unter Issued Certificates. Wenn ich es verweigere, dann kommt es unter Failed Requests. Und wenn ich ein Issued Certificate, ein ausgestelltes, im Nachhinein sperre, kommt es unter Revoked Certificates. Also, straightforward. Ziemlich einfach. Wenn ich also ein Zertifikat bestellen gegangen auf dem, ist die Frage, wie lange ist denn das Zertifikat, das ich ausstellen werde, gültig? Weiss es von jemand? Weniger als 50 Jahre. Richtig. Können wir uns ein bisschen näher antasten? 10 Jahre. 2. Ja. Wäre eine Variante, gell? Nein. Es ist gerade mal ein lausiges Jahr gültig. Und das Zertifikat, das ich auf der UCA ausstellen will in Zukunft oder jetzt gerade nachher, ist ja das Zertifikat, das einer untergeordneten CA sagt, ich darf eine untergeordnete CA sein. Und eine untergeordnete CA nur mit einem jährigen Zertifikat auszustatten, ist ein bisschen masochistisch. Weil die Zertifikate, die ich ausstellen will, sind ja meistens auch wiederum ein Jahr gültig. Also haben wir spätestens nach 360 Tagen ein Problem. Und wir müssen wieder erneuern, das wollen wir nicht. Also darum wäre es nicht schlecht, wenn Sie längere Zertifikatsdauern ausstellen würden. Die Frage ist jetzt, wo ändert man das? Und auch da hat es schon geholfen, wie heute jetzt langsam der Pfadfinder ist von der Microsoft, nicht im GUI, aber auch nicht im PowerShell. So, und zwar machen wir das, 2 Varianten. Im guten alten CMD, das ist jetzt ein bisschen gar klein, auch wenn man Bier gehabt hat. Ich glaube, jetzt sollte es vielleicht noch da rein machen, das wäre besser. CMD. Machen wir es ein bisschen altersgerechter. Ja. Sieht man das einigermaßen? Ja. Da gibt es ein Tool, das nennt sich searchutil.exe. Und searchutil.exe hat so gefühlt die 2000 Parameter. Mit dem könnt ihr Zertifikat beantragen, ihr könnt aber auch die ganze PKI konfigurieren. Und wenn ihr etwas wollt konfigurieren, dann macht ihr das mit searchutil. Da gibt es nämlich einen Parameter setRec. Nach was tut das?
Registry, genau. Und dann sagt man zum Beispiel, wenn man es einfach weiss, CA. Und dann Validity Period Units. Und könnte dann sagen, wie viel Äpfel, Bieren. Man weiss es nicht so genau. Weil, was es ist, Äpfel oder Bier, also sprich Tag, Monat, Jahr, was auch immer, das ist dann, während die Period. Units ist die Anzahl und während die Period definiert man sind es Jahr, Stunden, Tag, was auch immer. Das ist Variante 1. Das Coole ist jetzt, wenn ich jetzt sage, ich setze es mal auf 10. Für die untergeordnet. Vertipp mich da aber. Aus Versehen. Drücke Enter. Dann sagt er, completed successfully. In anderen Worten ausgedrückt, wenn ich jetzt nicht genau weiss, ist es Units oder ist es Unit? Und ich vertippe mich dort, dann sagt er, succeeded. Es ist nicht einmal so, was er lügt. Er macht's. Und zwar, und darum gehe ich lieber direkt in die Registry. Regedit. Local Machine. System. Current Control Set. Es ist ein Service. Es ist der CERT SHC. Der hat eine Konfiguration, und zwar die Konfiguration von der GM Route CA. Und da haben wir unter anderem einen Registry Key, der dann heisst Validity Period Units plus unser Tippfehler. Toll! Dann wäre alles richtig eingestellt auf 10. Hex A. Wunderbar. Nur bringt es nichts. Also, wir löschen den Key wieder. Und könnt einfach da halt einen Doppelklick machen, sagen da vielleicht Dezimal, ich würde es gerne auf 10 Jahre haben. Okay. Und so werden Zertifikate, die ausgestellt werden von dieser Route CA, in Zukunft 10 Jahre Gültigkeit haben. Die Registry wird nur beim Start vom PKI-Dienst gelesen. Das heisst, ihr müsst nach jeder Änderung und der gemachten Registry einen Neustart machen von der PKI selber, was relativ easy ist, wieder der CD-Player, stopp. Start. Und jetzt gilt 10 Jahre. Das war Problematik Nummer 1. Problematik Nummer 2 ist eine Vertrauenssache. Ich meine, die Sub-CA, die ich installieren möchte, sollte bestenfalls der Root-CA Vertrauen schenken. Wenn die der Vertrauen schenkt, dann wird sie auch nicht gerne Sub-CA von der werden. Also in anderen Worten ausgedrückt, wie bringe ich das Root-Zertifikat vertrauenswürdig auf all meine Geräte in meiner Domäne. Das ist meine Aufgabe. Und besser noch, nicht nur für meine Domäne, vielleicht besser sogar im ganzen Forest. Wäre doch ideal. Ich habe pro Domäne, was relativ easy, da können wir das machen mit GPOs. In GPO gibt es eine Einstellung, wo ich kann sagen, ich würde gerne ein vertrauenswürdiges Standzertifikat importieren und verteilen an all meine Clients und Server. Ohne weiteres funktioniert. Aber dann habe ich es nur für eine Domäne gemacht. Wenn ich den ganzen Forest mache, sieht es ein bisschen anders aus. Aber das ist erstmal die grosse Frage, woher bekomme ich das Zertifikat? Ich meine, das Root-CA-Zertifikat kann ich entweder da in den Eigenschaften holen, User Certificate, da sehe ich es, und könnte es unter Details in ein File kopieren, Plan A. Plan B, ich gehe da auf das Laufwerk C, Windows, System 32, CERT SRV, CERT Enroll, und da haben wir entsprechend auch das Zertifikat sowie auch die Sperrliste, die wir später auch werden brauchen. Aber zuerst mal das Zertifikat selber. Nehmen wir das mal und ich würde das gerne im ganzen Forest verteilen, nicht über GPOs, also muss ich es erstmal auf den Domain-Controller kopieren, momentan sind wir wenigstens noch online, oder auf den Domain-Member, spielen wir eine Rolle. Der Domain-Controller, der ist 172. Natürlich weiss ich es nicht mehr. Ja. Doppelklick. Ja. Was haben wir da? Sehr gut, ich habe einen ganz guten Platz für Dateien austauschen.
So. Gehen wir mal auf den Domänenkontroller zurück. Man merkt, man hat zu viel offen. So, hier. Domänenkontroller. Es gibt ja ein wunderschönes Tool, das nennt sich ADSI Edit. Das ist eben genau das Problem von dem wunderbaren Index. So geht es, wenn man es ausschreibt. Sehr, sehr stimmig. ADSI Edit ist so ein bisschen das Brecheisen für das Active Directory. Also da kann ich wirklich ganz, ganz böse Sachen machen. Das BIOS vom Active Directory. Ich tue mich mal verbinden auf nicht den Default Naming Kontext, sondern auf der Konfigurationspartition. Das Active Directory hat ja eine Verzeichnispartition, wo die ganzen Benutzercomputer und Computer, Gruppen und so weiter drin sind, die normalen Objekte, die man so kennt. Wir haben eine Konfigurationspartition, da sind zum Beispiel Standorte, Subnetz, Standortverknüpfungen, Exchange-Konfigurationen, PKI-Geschichten, alles in der Configuration Partition, die wird repliziert in der Gesamtstruktur. Und dann gibt es noch Schema-Partition, die ganzen Attribute und Objekte beinhaltet. Wir gehen auf die Konfigurationspartition und sehen da drin auch unter Services, Public Key Services. Und dort drunter haben wir eine ganze Schwette von Foldern. Und unter anderem haben wir darunter auch den Folder AIA. AIA ist der Authoritative Information Access. Da sollte eigentlich Zertifikate drin sein, die vertrauenswürdig sind. Plus, wir haben auch noch einen, der heisst Certification Authorities. Das wären die Root-CAs, die da reinkämpfen. Wir sehen, die Liste ist ziemlich leer. Also die Frage ist jetzt, wie kriege ich das Zertifikat, das wir jetzt als File haben, da rein? Die Antwort, CertUtil, einmal mehr. Swiss Army Knife. Also, wir gehen in die CertUtil. Ach, das hat ein bisschen altersgerechter. CertUtil. Und da gibt es einen Parameter, der nennt sich DS Publish, Directory Service Publish. Und als Parameter muss man dem Ding dann angeben, wie das File soll heißen, wo wir gerne importieren wollen. So, da haben wir, das ist das CRT-File, das Zertifikatsfile von der PKI. Und dann müssen wir mal definieren oder mitgeben, ob das ein Root-CA ist oder ein Sub-CA. Ich habe vorher gesagt, ich habe sie extra nicht Root-CA genannt, sondern GM-Root-CA. Damit es nicht irritiert, wenn ich jetzt hier als Parameter als weitere tippe Root-CA. Da ist nicht der Name der CA gemeint, sondern da ist die Definition, es ist ein Root-CA und keine Sub-CA, damit er weiss, in welchen Container ich jetzt die ganzen Informationen ablege, im Configuration-Container. Wenn ich jetzt hier Enter drücke, dann wird es in der Regel eine Fehlermeldung geben. Das tut es nämlich auch. Directory Object Not Found. Typisch Microsoft. Wenn es nicht so geht, dann gibst du halt da einfach noch ein minus F für Force. So nach dem Motto, ja, ich will es ja importieren, ich weiss, dass es noch nicht gibt. Und wenn es noch nicht gibt, dann mach es doch einfach mit minus Force. Das heisst nicht mehr. Pam, add to the store. Manchmal musst du einfach ein bisschen zwingen, das ist wie mit Kind, oder? Okay. Wir gehen auf ADS Edit zurück, machen einen Refresh und sehen, wow, da ist es. So. Und jetzt möchte ich kurz mit einem Mysterium abrechnen. Wir gehen auf den Server 01. Der Server 01 der ist ja Member von dieser Domäne. Der lügt. Running. Schwarz. So, wir haben Zeit. Nein, eben nicht. Also auch ziemlich unfreundlich immer gesagt. Ich würde immer den verdammten App Store starten und dann denke ich, ja, das haben wir jetzt schon. Nein, es ist nicht, aber kommt er wenigstens. Genau, musst du ihn erst kaufen, bevor du starten kannst. Gut. Ich will jetzt abchecken, dass er wirklich ein Mensch von der Domain ist. So, der ist Mitglied von der Domain gm15ca.itrain.ch. Ich mache mal eine neue MMC auf und lade dieser MMC mal Snap-in-Zertifikate. Certificates. Und zwar würde ich Certificates sehen für mein lokales Computerkonto. Für den lokalen Computer, okay. Weil da drin sehen wir ja unter anderem auch die Trusted Root Certification Authorities. Also wir sehen, welchen Roots vertraue ich
Und wie ihr hier seht, da innen ist alles, aber nicht meine GMR UCA. Nie verstanden. So, und jetzt kommt das Mysterium. Wer bis jetzt immer das Gefühl hatte, ein GP-Update macht man, um GPOs abzudaten, dann stimmt das. Alles gut. Nur macht er noch ein bisschen mehr. Ein regulärer GP-Update mit dem Parameter Force tut mir nämlich auch, das mache ich jetzt nicht grösser, alles, was im Configuration Container unter Public Key Services drinsteht, wenn es nicht eine neue PKI gegeben hat, die man trusten sollte, die importieren in meinem lokalen Trusted Root Store. Ja, der ist ausgeführt. Wir gehen da zurück, machen einen Refresh und siehe da, PAM. Also vom Wegen nur GPOs. Das Ding macht mehr. Ich meine, wer ist auf die verdammte Idee gekommen bei Microsoft, dass ein GP-Update und Parameter Force gibt? Ich meine, machen doch Force und Default. Das ist... Schon immer ein GP-Update ohne Force gemacht. Okay, wir haben unsere Vertrauenswürdigkeit. Also wir haben ein weiteres Problem behoben. Und das war alles noch Nasenwasser gewesen. Jetzt kommen die massiven Probleme. Wenn ich jetzt einfach sagen würde, okay, ich installiere jetzt mal Trolle PKI von Server 01, das können wir nachher gleich schon mal machen, das ist kein Problem, da haben wir es schon mal drauf, wenn wir erwarten. Wenn ich die Rolle installiere, schön und gut, aber was er eben auch zwingend noch will haben, nicht nur Vertrauenswürdigkeit vom Übergeordneten, er will auch Gültigkeit natürlich haben vom Zertifikat, das ist ja 50 Jahre gültig, ist kein Problem, also wird er selber entsprechend das akzeptieren. Er schaut, ob der Name übereinstimmt, GMR-UCA, ist es wirklich GMR-UCA? Plus das vierte Kriterium, das man gerne vergisst, ist, er prüft CRL, aber auf einer CRL draufsteht, dass sein Zertifikat gesperrt ist. Unter Umständen könnte es sein. Vielleicht hat man auf der UCA gesagt, dass von der Sub-CA schon gesperrt, wenn man es implementieren will. Und wenn er das nicht prüfen kann, ob es gesperrt ist oder nicht, dann geht er in die Ecke heulen. Dann lässt er das Ding gar nicht starten. Und das ist genau das Problem. So. Das heisst, wir müssen unsere CRL-Konfiguration in den Griff bekommen. Ich kicke jetzt einfach mal den Zertifikatsinstallation an, damit wir nachher nicht warten. Certificate Services, yes. Und installieren wir. Gut, wir gehen zurück auf unsere Route CA. Da spielt sich nämlich Musik ab, was wir noch anpassen müssen. Und zwar spielt sich die ganze Musik ab in den Properties von dieser Route CA. Und das ist ja da, wo Fleisch und Knochen hat. Da gibt es eine Registerkarte, die nennt sich Extensions. Das ist immer gut, eine Registerkarte zu haben. Da kannst du alles draufrühren, was du sonst untergebracht hast. Und es ist auch ein bisschen crowded zu masken, weil da können wir unter anderem CRL Distribution Points setzen. CRL, die Certificate Revocation List, die Sperrlisten, wo verteilig sind. Plus, da drin kann ich aber auch Assertive Information Access, also wo sie die Zertifikatsinformationen abgeleitet, kann ich auch managen. Und man sieht, je nachdem, was man da auswählt, ändern sich unten dran die Optionen. Und je nachdem, was ich da für einen Punkt auswähle, ändern sich unten dran die Optionen auch. Auch die anklickbaren. Also, ja, wenn man will, wirklich viele Informationen auf einer Maske darstellen will, hat es wirklich geschafft. Vor allem die Optionen, die wir da haben, die sind zweischneidig. Es gibt zwei Sachen, die dort eingestellt werden können. Ich meine, wenn die UCA das Sub-CA als Zertifikat ausgestellt, dann steht in dem Zertifikat drin, wo man schauen kann, in der Sperrliste, zum Sperrliste runterladen, um zu schauen, ob es gesperrt ist oder nicht. Also im Zertifikat ist eine Referenz drin, wo man die Sperrliste findet, wo man prüfen kann, ob es drauf ist oder nicht. Das heisst, eine Option von denen sagt, ob ich den Pfad, den ich ausgewählt habe, durch, will ins Zertifikat integrieren, als Referenzpunkt, nach dem Motto geht dort schauen. Und das Zweite ist, wo man einstellen könnte, ob man es dort ablegen will, die CRL, auf einem gewissen Pfad. Das heisst, die Frage ist immer, wenn ich eine neue CRL generiere, und das wird ja standardmäßig alle 7 Tage gemacht, ist immer die Frage, wo lege ich das File ab? Lege ich das ab in Active Directory, auf dem Dateisystem, auf einem Webserver geht natürlich nicht, HTTP, das ist down, fertig, nichts ab. Also zumindest der Dienst unterstützt es nicht mit dem Upload. Also ich kann es im Active Directory ablegen direkt oder ich kann es im Findpfad direkt ablegen. Und wenn ich das machen möchte, wie zum Beispiel hier die oberste Option, das ist ein lokaler Findpfad, und siehe da, das ist der Findpfad, den wir vorher schon gesehen haben, C Windows System 32 Cert SRV Cert Enroll.
Dann haben wir unser Zertifikat hergeholt vorher. Dann können wir da ein paar Variablen nehmen, innen durch, die einfach den Namen zusammensetzen von dem File. Punkt CRT als Erweiterung. Und das File wird dank dieser Option hier Publish CRLs to this location dort angeschrieben. Wenn ich den Haken rausnehme, gäbe es dann kein neues Update mehr von dem File. Also dank dieser ersten Häkli-Option sagt er, leg es dort ab. Jetzt ist Active Directory, könnte es theoretisch auch schreiben, weil es Active Directory kann man schreiben. Der Haken ist aber defaultmäßig nicht drin. Macht er relativ wenig Sinn. Weil wir reden hier von einer Standalone-Route, auf einem Standalone-Server. Die hat gar keinen Zugriff auf eine Domäne, auf ein Active Directory. Also ist es ganz okay, dass der Haken nicht drin ist. Die zweite Option, die es ja gibt, ist, was tue ich in den Zertifikat, das ich ausstelle, reinschreiben, wo du kannst schauen kannst, wo du die Sperrliste kannst finden kannst. Das ist die zweite Geschichte. Und die zweite Option ist im Prinzip Include in the CDP Extension of Issued Certificates. Das wäre diese hier. Inkludiere also das Ganze in der Sperrliste Distribution Points im Zertifikat drin. Dass, wenn du das Zertifikat hast, aufgrund von dieser Information siehst, da kann ich anschauen, ob es gesperrt ist oder nicht. Also zwei Sachen. Wo lege ich es ab? Und was schreibe ich in das Zertifikat rein, wo du kannst schauen kannst? Jetzt haben wir den Meister noch einen Schluck Bier. Nicht? Ja, geh holen. Ist leer. Das soll ich so rühren? Was habt ihr noch? Gut. Microsoft ist so nett und tut euch schon vor, vier Links da rein, oder vier Pfade vordefiniert ablenken. Kann man machen. Man kann die auch Augen zu und durch übernehmen. Bei einer Enterprise CA, wenn ihr so einen installiert, würde das vielleicht machen, dann würde er sagen, okay, passt so. Ich finde es allgemein eine schlechte Idee. Ich meine, der erste ist nicht schlecht, das ist einfach ein lokaler File-Ort, wo er das File anschreibt. Das können wir so lange, wie es ist, das ist ja okay. Aber mit den anderen Pfaden habe ich ein bisschen das Problem. Einfach weil sie nicht schön aufbauen sind. Ich tue mal die Häkli entfernen. So nach dem Motto, wenn ich die Häkli entferne, wenn sie keine Häkli mehr drin haben, wie jetzt hier, dann macht er auch nichts mehr damit. Dann schreibt er es weder neu mit ein, noch schreibt er sein Zertifikat rein. Jetzt hat es gut die Ziere noch können löschen. Aber ich tue gerne noch spicken noch eins. Darum lasse ich es. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich würde zwei Orte an zwei Orten meine CRLs veröffentlichen, über HTTP und im Active Directory. Da kommt es auf drei Folgen drauf an. Der erste Ort, wo in der Sperrliste Punkt angegeben ist, tut das versuchen, 10 Sekunden lang zu erreichen. Also wenn der AD die erste Position ist und nachher hast du HTTP und du bist aber extern irgendwo im Internet unterwegs und hast keine Verbindung ins AD mit einem VPN, dann wird er 10 Sekunden lang versuchen, eine Domänenkontrolle zu erreichen, um die CRL abzurufen, obwohl es gar nicht kann. Und erst nach 10 Sekunden kommt er auf die Idee, okay, ich gehe auf Punkt 2. Das ist dann HTTP. Probieren wir es halt über den Webserver. Und wenn der Webserver halt nur eine URL ist, die nur intern erreichbar ist, dann hast du nochmal ein Problem. Dann hast du vielleicht noch einen dritten Link, HTTP. Und der dritte Link wird dann noch weitere 5 Sekunden versuchen zu erreichen. Also es ist immer eine Halbierung. Insgesamt nimmt er sich 20 Sekunden Zeit für die CRL-Prüfung. Und wenn er überhaupt nichts erreicht, CRL-mässig, dann sagt er, das Zertifikat ist nicht gültig. Im Zweifelsfall für den Angeklagten. Das ist eigentlich die Idee und das Konzept dahinter. Jetzt, das Schöne ist, Microsoft ist ja sehr gut im GUI-Design, das wissen wir ja. Sie haben alles gemacht auf dieser Maske, aber sie haben keinen Up-Down-Arrow. Das heisst, man kann drei Folgen nachher gar nicht mehr anpassen. Wenn du drei Folgen möchtest anpassen, musst du halt die Einträge löschen und nochmal neu erfassen. In der richtigen Reihenfolge. Ist toll. Aber auch die Informationen stehen natürlich in der Registry. Kann man dort Doppelklick ins Notepad übernehmen, umarrangieren, in der Reihe kopieren. Das ist auch eine Variante. Gut, wir wollen gerne mal lediglich über das Active Directory CRL-Verteilungspunkt machen. Das Problem ist ja jetzt, das ist ja Route CA auf einem Standalone-Server. Das heisst, wir haben gar keinen Zugriff auf die Domäne, auf das Active Directory. Aber wir haben das CRL-File. Das haben wir vorher am gleichen Ort gesehen. Und das CRL-File müssen wir jetzt halt einfach manuell importieren ins Active Directory. Das ist mal das eine. Das ist mal der Prozess, wie bringe ich das über. Das sehen wir nachher gerade auch noch. Aber der Punkt Nummer 2 ist, ich muss ja im Zertifikat dann auch Sperrlistenverteilungspunkte vorkonfigurieren und sagen, wo man schauen kann. Und das mache ich eben mit dieser Option hier, dass ich die CDP-Extensions integriere. Jetzt der Pfad, den da steht, mit den ganzen Parametern und Variablen, ist nur bedingt sinnvoll.
Weil etwas ist strange. Die letzte Variable, die wir haben, oder die zweitletzte, heisst Configuration Container. Da das ja ein Standalone-Server ist, hat er keinen Plan, von was für einem Domänennamen wir reden. Und in einem Configuration Container, oder ein Configuration Container generell, ist ja aufbauen nach dem Konzept vom Distinguished Name. Das heisst, wir haben zum Beispiel CN gleich Configuration und dann haben wir DC gleich GM15CA, DC gleich iTrain, DC gleich CH. Das ist der Configuration Container DN. Der Standalone Server hat aber keinen Plan, dass der so ist. Das heisst, wir müssen erst sagen, was, in was er die Variable Configuration Container soll auflösen. Das können wir wiederum machen über setRack oder über Registry. Indem wir sagen, schau, das ist der Wert, der hinter dieser Variable steckt. Ich frage mich generell, wieso überhaupt mit Variablen arbeiten? Damit wir noch weniger genau sehen, wo jetzt was ist. Also hören wir doch mal auf mit diesen Variablen und machen das Ganze hardcoded. Das ist ja nichts, was man einfach so schnell mal ändert. Das würde man so haben. Das Zweite, was einem stört, standardmäßig bei der Microsoft ist, dass er, ihr seht es vielleicht ganz klein, also Public Key Services, CDP, CRM Distribution Point, macht er zuerst einen Namen mit dem Server Shortname. Das heisst, mit dem Servernamen. Und dort drunter macht er nochmal einen Container, der dann heisst, wie CA heisst. Wenn also mal irgendwann die CA von einem Server auf einen anderen Server migrierst, der natürlich auch meistens einen anderen Namen hat, dann hast du dort immer noch Altlast mit deinem Pfad dabei. Das ist ein Witz. Also lass uns einfach den Servernamen weglassen. Den braucht es nicht. Somit gehe ich hin. Und eben darum habe ich es offen, dass ich ein bisschen spicken kann. Für mich ist das nicht. Mache Add. Jetzt kann ich hier wunderbar den neuen Pfad eintragen. Es ist ein LDAP-Pfad, darum LDAP:// //. Wieso dreimal slash, nicht zweimal slash? Punkt ist ganz einfach. Dreimal slash, weil nach zwei slashes könntest du noch einen Domänencontroller-Namen angeben. Dass er wirklich genau auf den Domänencontroller connecten würde und dort drauf das Ganze würde anschauen. Oder auf einem beliebigen DC. So, dann sagen wir hier, wir wollen gerne CN gleich. Die heisst GM Root CA und das hätte ich gern im Container CDP und das hätte ich dann wiederum gern im Container Public Key Services und der ist wiederum im CN Services und der ist im CN Configuration und der ist in der Domäne GM15CA iTrain CA. Jetzt hoffe ich, ich habe mich nicht vertippt. Ich habe mich vertippt. Ah, DC, hä? Ist das das? Ich habe mich nochmal vertippt. Nochmal eins. Ja, da, hä? Configuration. Ha, aufmerksam, sehr schön. Jetzt ist gut. Gut, okay. Ein Edit gibt es halt auch nicht. Darum mache ich vorher lieber noch Ctrl-C. Okidok. An diesem Ort wird es nicht veröffentlichen, weil das kann ich schlichtweg nicht. Ich bin ja ein Standalone-Server. Einfach reinschreiben ins AD, wo ich ein Member davon bin, geht nicht. Aber ich tue den Ort zumindest in den Issued-Zertifikat integrieren, damit man die Referenz hat, wo man schauen kann. Und wenn du ein Domain-Member bist, dann kommst du auf die Domain-Controller. Zudem sagen wir es noch, dass es automatisch in CRL-File auch noch reinschreibt. Weil wenn man es nachher importiert, weiss er aufgrund von CRL-File-Information, wo das muss ablegen im Configuration-Container. So, die beiden Sachen. So weit, so gut. Die anderen drei sind obsolet. Da schreiben wir sie und dort geben wir an, dass man es anschauen kann. Das gleiche gehen wir noch für AIA, Alternative Information Access. Da geht es um das Zertifikat selber. Zum einen sagen, wo man das Zertifikat kann, gehen, nachschauen kann. Da kann ich jetzt auch noch definieren, zum Beispiel den LDAP-Pfad. Das tue ich da noch mal hinzufügen. Das ist eigentlich fast dasselbe. Nur, dass wir hier haben AIA. Und das hier Truncated Name. Müsste so stimmen. Und das würde ich gerne in ein Zertifikat, das ich ausstelle, integrieren, damit die Leute wissen, ah, dort komme ich das Zertifikat im Original über. Okay.
Ich bestätige das mal mit okay. Das sagt aber schon, es war eine Registry-Änderung im Prinzip. Willst du den Dienst neu starten? Ja, mach das, kein Problem. Yes! Die Konfiguration wird neu geladen und somit gilt das in Zukunft. Mein Problem ist jetzt aber noch, dass mein Zertifikat, respektive meine Sperrliste, standardmäßig nur 7 Tage gültig ist. Und das gilt so lange, bis ich das nächste Mal sage, ich erneuere sie. Wenn sie nicht mehr gültig ist, bringt es mir nichts, wenn ich die CRA downloaden kann. Weil er sagt dann klipp und klar, hey, es ist outdated. Alles, was outdated ist, das ist obsolet. Das hat sogar die Leute anheitisch. Das ist wie ein Virenscanner mit veralteten Signaturen. Jetzt, um die 7 Tage zu erhöhen, auch mit der Registry, aber es gibt sogar eine GUI-Variante, auch ein super GUI-Designer von Microsoft, der gesagt hat, man könnte unter einem Knoten Revoked Certificates Properties verstecken. So, 1 week default. Und was ist jetzt da Best Practice? Ich meine, wenn du einfach nicht so auf die Sicherheit Wert legst und sagst, ich will meine Ruhe haben, würdest du es auch wieder etwa so lang setzen wie die Gültigkeitsdauer von der CA selber. 50 Jahre in unserem Fall. Kann man machen. Dann musst du nie mehr eine CRL neu generieren, exportieren und wieder importieren im AD. Aber wenn du auf Sicherheit willst gehen, sagt man so Best Practice Microsoft zwischen 160 und 360 Tagen, also ein halbes Jahr, Jahr. Das heisst aber auch, dass ich dann nach jeweils 180 Tagen muss mir einen Kalendereintrag machen und angehen, das CRL-File neu generieren, wie wir nachher noch werden sehen, über den Kopierer vom Domain-Member und auch wieder mit dem Cert-Util importieren ins Active Directory. Was sonst ist es outdated. So. Also wir sagen dann, 180 Tage, okay. Man geht nochmal in auf Properties und sieht, es ist aber immer noch gültig bis 4.12. 180 Tage von wegen. Ja, es ist halt erst 180 Tage gültig, wenn ich es das nächste Mal published habe. Mache ich hier. Ich möchte eine neue CRL publishen. Wenn wir jetzt in den Properties schauen, dann sehen wir 25.05. Jetzt habe ich Zeit bis dann, dann muss ich es nochmal neu machen. Jetzt nehmen wir das File, wo wir hier einen certain role haben, das ist unsere Certificate Revocation List. Kopieren die wieder aufs C-Root von unserem Domain-Member, das kann ein Client sein, spielt keine Rolle. Gehen auf unseren DC zurück. Und importieren jetzt die CRL. Indem ich da wieder Cert-Util DS Publish verwende. Das braucht es mal ein Minus F, ist noch cool. Also genau der gleiche Befehl im Prinzip. Jetzt geht man einfach das CRL-File an, ohne weitere Parameter. Und wenn alles gut kommt, dann sagt er Added to the Root. Wenn wir hier schauen, unter CDP sollten wir jetzt den GM-RootCA einen neuen Container bekommen haben, wo man dann auch entsprechend als Binary Data die Revocation List drin hat. So, und nachdem wir jetzt diese Sachen haben, können wir angehen und können sagen, wir installieren, respektive konfigurieren jetzt unsere Sub-CA auf unserem Domain-Member. Das ist soweit schon mal installiert worden. Ich starte den Assistent. Ich würde das gerne machen, nicht als lokalen Administrator, das ist suboptimal. Ich mache das mal als Administrator. At gm15cl Password. So. Weil ohne Enterprise Admin habe ich wie gesagt nicht die Möglichkeit, ein Enterprise CA zu machen. So, next. Somit ist die Option freigeschaltet. Ich würde jetzt ein Subordinate CA machen, nicht mehr Root. Ich würde einen neuen Schlüssel generieren, weil ich habe keine Migration hinter mir. Die Angaben sind gut. Ich nenne das Ding einfach mal SubCA01. Next. Und jetzt habe ich ein Zertifikat bekommen von einer übergeordneten Zertifizierungsstelle, die mich genehmigt, dass ich überhaupt ein Untergeordneter sein darf. Jetzt online kann ich das nicht machen, obwohl das Ding läuft. Wenn es in der gleichen Domäne wäre, wäre es kein Problem mit online. Und somit muss ich es aber offline machen. Und für das generiert man ein sogenanntes Request-File auf dem Laufwerk C-Root. Sagt, das ist gut, mach das bitte so. Du das Ganze ablegen an den Standortort, Datenbankenprotokolldateien, sagen wir mal Configure. Und bringt am Schluss eine wüste Warnung. Soll nicht mehr heißen als, schau, ich habe das Request-File gemacht. Ich habe aber PKI noch nicht gestartet. Dann musst du erst mit dem Request-File bei der übergeordneten CA angehen und dir ein Zertifikat rauskützeln. So, das machen wir gerade. Und zwar haben wir hier auf unserem C-Root jetzt das Zertifikat bekommen. Oder das Request-File, besser gesagt, mal bekommen.
Mal kopiert das mal über auf unseren 272, 3. Ich glaube, es ist der 140er. Ja? Anscheinend kennt er nicht. Ja. Gehen wir wieder spicken. 123. Öfter mal was Neues. So. Das war unsere Route. Geht in unsere PK-Konsole. Und um jetzt einen Request vom File her reinzugeben, klicke ich einfach auf rechte Maustaste auf der UCA, All Tasks Submit New Request. Wählen wir das File auf dem C-Root aus. Er sagt mir nichts als Bestätigung, das ist immer sehr nett. Aber unter Pending Requests habe ich da wieder Request 2. Ich sage da All Tasks Issue, wird schon gut sein. Unter Issue Certificates habe ich es jetzt drin. Ich doppelklicke, sehe, es ist wirklich 10 Jahre gültig. Es ist für Sub-CA01. Und wenn wir unter Details schauen, sehen wir jetzt unter anderem eben auch die CRL Distribution Points. Und das ist genau der Pfad, dass wir durch den Haken, wo wir gesagt haben, ich würde sie in den CDP Extensions integrieren, haben wir jetzt da drin in den CDP Extensions auch den Pfad entsprechend markiert. Dass jeder, der das Zertifikat geht, anschaut, weiss er, okay, auf diesen Pfad kann ich gehen, wenn ich schauen möchte, ist er auf der Sperrliste, ja oder nein. So, das tun wir in ein File kopieren, das Zertifikatsfile, einfach als CR-File. Sagen da nichts Open, einfach einen Dateinamen anzugeben und OK zu drücken, kommt ganz schlecht. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo meine Files landen, wenn ich das machen würde. Irgendwo ein schwarzes Loch. Das nennen wir subca01.cr. Save. Next. Finish. Okay. So. Dann darf man einfach sehen, jetzt das Sub-CA01 an. Das wieder kopieren auf unseren SRV01. Das ist aber nicht der SRV01, das ist der Domain-Controller. Das wird jetzt der 131er sein. Das ist relativ einfach. Eventuell. Immer die IPs. Ja, man sieht ja schon drauf, gell? 123, machen wir es doch einfach so rum. Gehen wir es pullen, wenn du es pushen kannst. So. Okay. Das ist unser SRV01. Wir gehen auf eine Zertifizierungsstelle, die wir ja schon mal installiert und konfiguriert haben, die aber noch nicht startbar ist. Oder noch nicht gestartet ist. Man sieht, es ist momentan noch gestoppt. Wenn ich jetzt einfach sage, start, dann sagt er mir, hey, du kannst ja nicht starten, weil du hast ja gar kein Zertifikat. Würdest du es gerade installieren? Ja, würde ich doch. Ja, dann sagen wir doch, wo es ist. Ich gehe auf Laufwerk C, wähle dann das richtige Format aus, CR, Sub-CA01. Jetzt kommt der grosse Moment. Ja, das ist gut. Pam! Und sie läuft. Und das hätte er nie angebracht, wenn er die anderen Schritte vorher nicht gemacht hätte, oder wäre er glücklich geworden, weil sie nur ein Jahr gültig ist. Und das kann ich jetzt beliebig oft machen, die Arbeit mit der Sub-CA mache ich genau einmal. Ich kann jetzt beliebig viele Sub-CAs einrichten, das kostet mich keinen müden Aufwand mehr. Und ich habe eine super Hierarchie, wo ich jetzt, nachdem ich alle Sub-CAs gemacht habe, einfach mal die Sub-CA offline nehmen kann. So ist es am sichersten. Alles, was nicht läuft, hat die besten Abwehrmechanismen. Ganz kurz ein, zwei Worte zur Migration, weil der WAD-Status in den Startlöchern, ich bin schon mal überzeugt, wie ein Weltmeister mal wieder. Wenn ich jetzt das Ding migrieren würde, ist das relativ easy. Rechte Maustaste, All Tasks und dann hier Backup CA, wo mir zwei Optionen bietet, nämlich würde ich den privaten Schlüssel sichern, sprich das Zertifikat plus die Datenbank. Ich kann das mit einem Passwort verschlüsseln und ich kann angeben, in welches File oder an welchen Ort, das es gerne mit anschreiben. Das heisst, ich mache mal ein Backup von der Datenbank und vom Zertifikat. Das ist Schritt 1. Was ich mit dem aber noch nicht habe, ist eine Sicherung von der Konfiguration von der CA. Wo ist die Konfiguration von der CA? In der Registry. Also muss ich einfach nur den Registry Key Data sichern. Oder halt alles genau gleich einrichten am anderen Ort. Das Problem ist jetzt,
Nur ja, eins, wir haben im Active Directory veröffentlicht haben, die CRL. Und wir dann noch mal ganz kurz auf den DC01 zurückgehen. Ins ADS Edit haben wir jetzt ja zwei CDPs. Man sieht, da hat es dann standardmäßig für ZubCA, wenn wir einfach gesagt haben, installiert nach Default-Werten, hat er uns den blöden Computernamen-Container gemacht. Und wenn ich dort reingehe und das CRL-File anschaue und mal in die Eigenschaften gehe, sehe ich unter Security eben auch, dass der Server selber Vollzugriff auf seinen Record hat. Das heisst, wenn er jetzt das Ding migriert vom Server 1 auf den Server 2, dann geht nachher auch in den Sicherheitseinstellungen an und sagt da, dass auch der neue Server kann schreiben auf die CRL. Weil sonst probiert er es, aber wird es nie können. Das ist eigentlich der grösste Knackpunkt. Also wenn ihr die Registrierung mitsichert oder auf neue wiederherstellt oder Konfiguration übernimmt, plus den Sicherheitseintrag hier macht, sind ihr wieder in Migration auf einer guten Seite und könnt das relativ einfach bewerkstelligen. Somit hoffe ich, ihr habt ein bisschen mehr Licht im Dunkeln bekommen in Bezug auf PKI. Wir können tagelang darüber reden. Es macht auch Spass, das Thema. Vielleicht mache ich in der nächsten Geigmine wieder mal etwas, wenn ich so viele Leute hier sehe. Es macht eh schon mal Spass. Es hat da vorne noch Red Bull und Bier. Bedient euch. Jetzt hier in diesem Raum Exchange 2016. Und im anderen Raum haben wir etwas mit Office 365, glaube ich. Ich wünsche euch viel Spass und wir sehen uns nachher Mittag wieder da. Zur PowerShell spätestens.